Guten Morgen. Manche Menschen meinen, dass Gott nur dazu da ist, uns mit vielen Regeln und Gesetzen den Spaß zu verderben. Heute habe ich ein großes G in der Mitte gestellt. Steht für Gott, steht für Gottes Gesetz. Ja, was ist denn überhaupt Gottes Gesetz? Die meisten Menschen verbinden Gottes Gesetz mit den 10 Geboten, wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich erinnere mich an so manch einen, der sagte, zu Zeiten der DDR haben wir noch mehr von den 10 Geboten gewusst als heutzutage. Die 10 Gebote, Gottes Gesetz, was ist denn das überhaupt? Es fängt alles in der Mitte an, bei dem G. In Martin Luthers Erklärung zu den Geboten fängt er die Erklärung immer mit diesen Worten an. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. In der Mitte, bei Gott, gibt es nur Frieden, nur Freiheit, nur Liebe. Und die Gesetze fangen eigentlich erst da an, wo wir Menschen diesen lebendigen Gott, der nur Gutes will, nicht wollen und ihn ablehnen. Gottes Gesetze werden immer mehr, je mehr die Rebellion gegen Gott ist. Und so finden wir ganz diverse Gesetze in der Bibel, sage und schreibe 613 in der Zahl. Die umfassen wirklich das ganze Leben. Da gibt es sogar etwas für den Naturschutz. Wenn ein Vogel vom Baum fällt mit seinem Nest, dann darf man die Kleine nehmen, aber Muttervogel müsste frei fliegen können. Oder solche Gesetze, die ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, wie man darf Ogel und Ochs nicht in einem Stall halten. Und andere Gesetze, die ich direkt ablehnen möchte. Und bitte, bloß nicht. Wenn dein Kind nicht gehorcht, soll man es außerhalb der Stadt steinigen. Was sind denn diese 10 Gebote? Welche von ihnen, oder diese 613 Geboten. Welche von ihnen folgen wir? Welche können wir ruhig vergessen? Oder sollen wir sie alle folgen? Eigentlich lesen sich die 10 Gebote wie eine Geschichte mit dem Volk Gottes. Und es fängt alles in der Mitte an, beim G. Das kann man in etwa wie einen Vertrag verstehen. Es fängt in der Mitte bei Gott an. Gott schenkt seinem Volk seine Liebe und es kommt ein Vertrag mit dem Volk Gottes. Das Volk Gottes rebelliert aber gegen diesen lebendigen Gott. Also bricht es den Vertrag. Es muss ein neuer Herr, ein neues Gebot. Und wieder Rebellion und wieder ein Gebot. Und wieder Rebellion und wieder ein Gebot. Und wieder und wieder und wieder. Am Ende ein großes Chaos. Nach einer langen Geschichte mit dem Volk Gottes fasst Mose zusammen und sagt, ihr könnt nicht Gottes Gebote halten. Das Problem liegt nicht an den Geboten, es liegt an euer Herz. Das ist nämlich hart. Euer Herz funktioniert nicht nach Gottes Liebe und nach Gottes Plan. Ihr könnt das alles nicht. Mose hatte recht. Denn im Verlauf der Geschichte wurde alles nur noch schlimmer. Das Volk Israel hat wirklich danach die Sau rausgelassen. Die haben die schlimmsten Dinge gemacht, die man sich nur ausdenken könnte. Und immer wieder haben die Propheten die Worte Mose wiederholt. Das Volk hat ein verhärtetes Herz. Das Herz funktioniert nicht. Bis dann immer wieder und immer mehr diese brillante Idee aufkam, einer wird kommen, ein Messias,
Der wird alles tun nach Gottes Willen und Plan. Der wird die Gebote halten. Und dann kam dieser Messias, Jesus. Zunächst hat Jesus all das gesagt, was auch die Propheten gesagt haben, was auch Moses gesagt hat. Ihr könnt das nicht, euer Herz funktioniert nicht, ihr müsst neu geboren werden. Und dann hat Jesus auch das, was schon im Alten Testament stand, noch einmal zusammengefasst und gesagt, es kommt alles nur auf zwei Dinge an. Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und den Nächsten wie mich selbst. Ist ja alles einfach, würde man sagen. Lieben, das will ja irgendwie jeder. Aber ganz so einfach ist es nicht. Jesus geht weiter und erklärt, was diese Liebe eigentlich bedeutet. Es bedeutet nicht nur, dass man den Nächsten nicht umbringt, sondern es bedeutet auch, dass man nicht Hass für ihn hat im Herzen. Es bedeutet sogar, dass man seine Feinde liebt. Und da können wir uns jetzt jeder an die Brust klopfen und genau diese Feststellung machen, die auch Mose schon gemacht hat. Das Herz funktioniert nicht nach Gottes Plan. Aber Jesus hat auch nicht dort aufgehört. Er hat seine Liebe bis zum Schluss für uns ausgegossen. Und am Ende verspricht er noch, er gibt uns ein neues Herz. Wenn der Heilige Geist kommt, wird alles neu und wir werden Gottes Gebote nicht mehr aus Pflicht erfüllen, sondern weil wir es selber wollen. Wer den Heiligen Geist hat, wer dieses neue Herz hat, empfindet das. Wer wissen will, wie man ganz sicher sein kann, dass man diesen Heiligen Geist hat, der folge dem Link, der hier nachkommt. Du hast mich, Herr, zu dir gerufen und in der Taufe bekenne ich dich. Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und will dir treu sein, gib du mir Kraft. Wie du gestorben und erstanden, sterb und erstehe ich, Herr, mit dir. Sein, gib du mir.